Rinkitan und Kusoi. Früher lebte einmal in einem Kampong am Ufer des Meeres ein Ehepaar, das 9 Kinder hatte. Alle 9 Kinder waren Mädchen und noch nicht verheiratet. Das jüngste der 9 Kinder war sehr hübsch vom Aussehen und weit schöner als seine älteren Schwestern. Dieses Mädchen hieß Rinkitan. Die Bewohner des Kampongs suchten ihren Lebensunterhalt beim Fischfang im Meer. Sie lebten als Fischer und auch der Vater der 9 Mädchen war ein Fischer, so wie seine Dorfnachbarn. Die Schönheit der 9 Mädchen war wohl bekannt und das ganze Dorf wusste davon. Ja, sogar Leute aus weit entfernten Ortschaften bewunderten sie. Nicht gering war die Zahl der jungen Männer, die kamen, um die Hand der Hübschen anzuhalten. Aber noch keiner war erhört worden, weil noch keiner die Wünsche der Mädchen erfüllt hatte. Eines Tages nun kam ein Couscous in das Haus der Eltern der Mädchen zu Gast. Der eigentliche Zweck seines Besuches war es, um die Hand eines der 9 Mädchen des Fischers zu bitten. Nun wünschten die Eltern der Mädchen schon lange, dass ihre Mädchen einen Mann bekämen. Wie schämten sie sich, erwachsene Töchter zu besitzen, die noch nicht verheiratet waren. Zudem hatten sie gleich 9 Töchter, von denen noch keine verheiratet war. Schon viele junge Männer waren da gewesen, um die Mädchen zu bitten, doch sie waren allesamt abgewiesen worden. Und schon lange scheuten sich andere junge Männer, ihren Antrag zu stellen, aus Furcht, abgewiesen zu werden. Der diesmal zur Werbung kam, war kein Jüngling, wie in früheren Zeiten, sondern ein Couscous. Und wie gewöhnlich wagten es die Eltern nicht, selbst zu entscheiden, ob sie einen solchen Antrag ablehnen oder annehmen sollten. Die Mutter der Mädchen überbrachte den Antrag des Couscous ihrer ältesten Tochter. Aber die wollte nicht annehmen. Ja, sie sagte sogar, »Was? Der Couscous, dieses wilderliche Tier, wagt es, mir einen Antrag zu stellen? Es wäre besser, er stürbe, als die Frau eines hässlichen Tieres zu werden. Puh, befiehl ihm, schnell wegzugehen.« Und während sie so sprach, spie sie mit einer höchst verächtlichen Gebärde aus. Weil die Älteste den Antrag nicht annehmen wollte, begab sich die Mutter zu ihrer zweiten Tochter und fragte sie, ob sie die Frau des Couscous werden wolle. Die Antwort der zweiten Tochter war die der ersten. Sehr verächtlich lehnte sie den Antrag des Couscous ab. Ihre dritte Tochter, die vierte und alle weiteren, bis zur achten, antworteten ebenso. Sie lehnten die Werbung des Couscous ab. Schließlich kam die Mutter zu ihrer jüngsten Tochter und sie fragte Rinkitan, ob sie die Frau des Couscous werden wolle. Rinkitan antwortete, »Wenn er auch nur ein Tier ist, sind aber seine Sitten und Gewohnheiten gut und er liebt seine Nächsten, bin ich bereit, seinen Antrag anzunehmen. Vorausgesetzt, du, Mutter, bist damit einverstanden.« »Ich kann das nicht entscheiden, mein Kind«, sagte da die Mutter. »Die, die in dieser Angelegenheit entscheiden muss, bist du allein. Wenn du damit zufrieden bist, sind Vater und Mutter es auch. Wenn du den Antrag annimmst, werden deine Eltern dem zustimmen.« Schließlich nahm Rinkitan den Antrag an und heiratete den Couscous. Seitdem lebten Rinkitan und der Couscous einträchtig als Mann und Frau. Aber jeden Tag empfing Rinkitan von ihren älteren Schwestern und ihren Nachbarn Beschimpfungen, Schmähungen und Erniedrigungen, weil sie einen Couscous hatte heiraten wollen. Wenn sie solche Beschimpfungen und Tadel hörte, wurde Rinkitan weder traurig noch bedrückt. Wie dem auch war, sie liebte fest ihren Mann, den Couscous. Das tägliche Leben des Couscous war ständig von Geheimnis umhüllt. Es gab niemanden, der wusste, was er am Tage machte, um seinen Unterhalt und den seiner Frau sicherzustellen. Ja, sogar seine eigene Frau kannte das Couscous-Broterwerb nicht, weil er tags nie im Haus zu sehen war. Wohin er ging, wusste kein Mensch.
weil sie jeden Tag von ihren älteren Schwestern verspottet wurde, warum sie als Ehefrau nicht den Broterwerb ihres Mannes kenne, begann Rinkitan ihrem Mann nachzuspionieren, um zu erfahren, worin seine tägliche Arbeit bestehe. Und an einem Morgen, als Couscous erklärte, er werde zur Arbeit gehen, folgte ihm Rinkitan heimlich. Der Couscous ging verstohlen zu einem dichten Gestrüpp im Wald, wobei ihm Rinkitan aus der Ferne folgte. Fortwährend beobachtete sie das Tun ihres Mannes. Nachdem der Couscous das Gefühl hatte, dass niemand etwas bemerkt hatte, machte er sich in dem Gebüsch ankommen von seinem Couscousfell frei und versteckte es in dem Gesträuch. Als sich Rinkitans Mann von dem Couscousfell befreit hatte, verwandelte er sich in einen jungen, höchst stattlichen Mann. Rinkitan war verblüfft, als sie das sah. Sie glaubte kaum, mit ihren eigenen Augen gesehen zu haben, wie sich ihr Ehemann in einen Menschen und dazu noch von so stattlicher Erscheinung verwandelte. Fast hätte sie aufgeschrien und wäre herumgehüpft, weil sie nicht die Gewalt hatte, ihre überströmende Freude zurückzuhalten. Glücklicherweise konnte sie sich gerade noch beherrschen. Dann verließ der junge Mann das Gebüsch, ging stolz zum Ufer und bestieg ein Segelboot, das er anscheinend schon zuvor fertig gemacht hatte. Einen Augenblick später glitt das Segelboot ins Meer und vereinte sich mit dem Schwarm der anderen Fischerboote. Das Geheimnis ihres Mannes, sich in einen Menschen zu verwandeln, behielt Rinkitan für sich. Keinem Menschen teilte sie etwas davon mit. Sie beabsichtigte, in den folgenden Tagen ebenso zu spionieren. Und so ging es auch weiter. Jeden Morgen beobachtete Rinkitan, wie ihr Mann sich von einem Couscous in einen höchst stattlichen, jungen Mann verwandelte und nachmittags wieder zum Couscous verwandelt nach Hause zurückkehrte. Allmählich wusste Rinkitan, dass das Fell des Couscous eigentlich nur eine Verkleidung war, die ihr Mann benutzte, um seine Stattlichkeit und Kühnheit zu verheimlichen. Weshalb aber ihr Mann sich mit dem Fell des Couscous verkleidete, wusste sie nicht. Nachdem sie aber mit Bestimmtheit erkannt hatte, dass er in Wirklichkeit ein Mensch war, suchte sie nach Mitteln, ihren Mann für immer menschliche Gestalt annehmen zu lassen, damit er nicht jeden Abend wieder als Couscous nach Hause zurückkehre. Eines Morgens folgte Rinkitan, so wie sie es jeden Morgen zu tun pflegte, ihrem Mann wieder zu dem Gebüsch im Wald. Und nachdem er sich von seinem Couscousfell befreit hatte und zum Meer gegangen war, näherte sich Rinkitan langsam dem Gebüsch. Je näher sie herankam, umso mehr klopfte ihr Herz. Umso mehr, als sie das Couscousfell auf dem Boden zwischen dem dichten Gesträuch liegen sah. Sie zögerte, ihren Plan auszuführen. Aber schließlich, getrieben von der Liebe zu ihrem Mann und auch getrieben von ihrem Wunsch, ihren älteren Schwestern und den anderen Leuten zu zeigen, dass ihr Mann in Wirklichkeit ein abstoßender Couscous war, sondern ein kühner, stattlicher junger Mann, wagte sie es entschlossen zu handeln. Immer wurde sie von ihren Schwestern und Bekannten verspottet. Es hatte sie unzufrieden gemacht, jedes Mal verschmäht und vertrieben zu werden, zumal sie ihren Mann liebte. Sie wünschte, ihrem Ehemann möge sein Couscous-Gestalt aufgeben und sich für immer als kühner und stattlicher Mann zeigen. Mit klopfendem Herzen nahm sie sein Couscous-Fell und versteckte es. Am Nachmittag erwartete Rinkitan hinter dem Gebüsch seine Ankunft. Sie wusste, dass er zu dem Gebüsch kommen würde, um das Couscous-Fell zu holen und zur Verkleidung anzuziehen. Als ihr Mann in der Gestalt eines stattlichen Jünglings ankam, empfing ihn Rinkitan mit einnehmendem Lächeln. Couscous erschrak sichtlich, da er zuvor nichts derartiges geahnt hatte. Er lief davon, um sich zu verstecken, aber zu spät. Rinkitan hielt seine Hände und sprach: »Es ist nicht nötig, Kakanda, dass du davonläufst, um dich zu verstecken. Das hat keinen Zweck.« »Was beabsichtigst du damit?« fragte der junge Mann Rinkitan. »Entschuldige, Kakanda, wenn du mein Tun dich verletzt hat. Ich möchte, dass du immer diese Gestalt behältst. Du sollst dich nicht hinter dem Fell des Couscous verstecken, das die Leute so abstößt,« antwortete Rinkitan.
Und warum willst du das? Fragte der Jüngling. Fühlst du keine Liebe zu mir, deiner Frau? Sagte jetzt Rinkitan. Jeden Tag werde ich von meinen älteren Schwestern und Bekannten geschmäht, weil ich einen Couscous zum Mann habe. Aber du selbst schämst dich nicht, nicht wahr, einen Couscous zum Mann zu haben? Fragte da der junge Mann. Nein, antwortete Rinkitan mit Bestimmtheit. Ich schäme mich überhaupt nicht, mit einem Couscous verheiratet zu sein. Das ist der Grund, warum ich von Anfang an, ohne das geringste Zögern, dich zu meinem Manne nahm, obwohl du die Gestalt eines Couscous hattest. Aber warum machst du das denn jetzt? Fragte der junge Mann wieder. Warum wünschst du jetzt, dass ich meine Couscous-Gestalt aufgebe? Das ist so, antwortete Rinkitan. Vorher wurde ich täglich von den anderen Leuten verspottet und gedemütigt, weil ich einen Couscous zum Mann habe. Jetzt, seit ich weiß, dass mein Mann in Wirklichkeit ein kühner, stattlicher junger Mann ist, wünsche ich sehr, ihn ihnen zu zeigen. Ich bin überzeugt, dass sie, die mich vorher verspotteten und demütigten, es am Ende bereuen und neidisch werden, wenn sie erfahren haben, dass mein Mann in Wirklichkeit kein abstoßender Couscous, sondern ein junger, kühner und stattlicher Mann ist. Deswegen, Kanda, wenn du mich wirklich liebst, behalte diese Gestalt einfach, um dich den Leuten zu zeigen, und werde ja nicht wieder zum Couscous. Gut, wenn du es so willst, sagte da der junge Mann, und Rinkitan lachte erfreut. Hand in Hand machten sich die beiden auf den Weg nach Hause. Als sie etwa die Hälfte des Weges hinter sich hatten, fragte Rinkitan ihren Mann. Jeder Mensch hat einen Namen, so auch du, Kakanda, nicht wahr? Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Kusoi, antwortete der junge Mann kurz. Und Rinkitan fuhr fort. Kusoi, Kusoi, Kakanda Kusoi, wie schön ist dieser Name. Seit so langer Zeit bin ich schon verheiratet und erst jetzt kenne ich den Namen meines Mannes. Beide lächelten sie. Seitdem nahm das Glück des Paares Rinkitan und Kusoi sichtlich zu. Rinkitan wurde deutlich fröhlicher und ihre Schwestern auf der anderen Seite wurden neidisch, als sie erfuhren, dass Rinkitans Mann, der früher die Gestalt eines abstoßenden Couscous gehabt hatte, jetzt zu einem kühnen und stattlichen jungen Mann geworden war. Sie wünschten Kusoi Rinkitan zu entreißen. Jede von ihnen wollte seine Frau werden. Eines Tages nun bat Kusoi Rinkitan um die Erlaubnis, in ein weit entferntes Land segeln zu dürfen. Diese Reise würde nicht in 2 oder 3 Tagen zu bewerkstelligen sein, sondern in Wochen, ja, möglicherweise sogar Monate dauern. Obwohl sie sehr bedrückt war, von ihrem Mann verlassen zu werden, konnte Rinkitan den so bestimmten Wunsch Kusois nicht ablehnen. Sie konnte ihren Mann nicht vom Weggang abhalten, und obwohl es ihr widerstrebte, war sie gezwungen, ihren Mann davon segeln zu lassen, begleitet von dem Wunsch, er möge immer wohl aufbleiben, solange er in der Fremde weile, bis er mit glänzendem Erfolg gesund nach Hause zurückkehrte und sich wieder mit ihr vereine. An einem klaren Morgen trieb Kusois Prau mit Kurs auf das Land seines Wunsches davon. Dort wollte Kusoi versuchen, sein Glück zu machen, um dann mit großem Gewinn zu seiner Frau zurückzukehren, damit er danach mit ihr in noch größerem Glück leben könne. Rinkitan entließ ihren Mann mit bedrücktem Gemüt. Anders ihre 8 Schwestern, die sich freuten, von Kusois Weggang zu hören. Im Herzen einer jeden wuchs der verbrecherische Plan, ihre jüngste Schwester Rinkitan zu hintergehen. Zunächst suchten sie nach einer List, wie sie Kusoi den Händen Rinkitans entreißen könnten, und schließlich beschlossen, die 9 Rinkitan zu töten. Dies allein schien der einzige Weg, Kusoi ihren Händen zu entreißen, und jede von ihnen war bereit, sich diesen Wunsch zu erfüllen. Nach einigen Monaten verbreitete sich im ganzen Kapong die Nachricht, Kusoi werde bald mit nicht geringem Reichtum aus der Fremde zurückkommen. Als sie dies hörte, freute sich Rinkitan sehr. Ihr Mann, nachdem sie sich so sehr sehnte, würde bald wiederkommen. Sie freute sich noch mehr, als sie den Kunde vernahm, Kusoi werde einen nicht geringen Reichtum mitbringen. Sie wünschte sich, so schnell wie möglich mit ihrem Mann zusammenzutreffen. Und schnell
brach sie zum Meeresufer auf, um ihn dort abzuholen. Ihre 8 Schwestern blieben ebenfalls nicht zu Hause, sondern gingen auch zum Ufer, um Kusoi abzuholen. Aber ihr Ziel war wahrscheinlich anders als das Rinkitans, obwohl sie anscheinend gemeinsam und in Eintracht aufbrachen. Rinkitan begab sich zum Ufer, um ihren sehr geliebten Mann abzuholen. Ihre älteren Schwestern aber brachen mit dem gemeinen Plan auf, sie zu töten und Kusoi ihr zu entreißen. Rinkitan kannte den gemeinen Plan ihrer Schwestern nicht. Sie glaubte, sie gingen in guter Absicht mit ihr, um Kusoi abzuholen. Das war der Grund, weshalb Rinkitan keinerlei Argwohn hegte, als die Schwestern sie begleiteten. Als die neuen Mädchen am Ufer angekommen waren, spielten und scherzten sie in großer Freude miteinander. Dort am Ufer gab es viele schattige Bäume, und die Kinder pflegten gewöhnlich, unter diesen Bäumen zu spielen. Häufig schaukelten sie an den Baumästen. Auch die neuen Mädchen spielten unter den schattigen Bäumen. Abwechselnd schaukelten sie von der Ältesten bis zur Jüngsten. Wenn eine von ihnen an der Reihe war, schaukelten sie die anderen 8. Schließlich kam die Reihe an, Rinkitan von ihren Schwestern geschaukelt zu werden. Dies war die Gelegenheit, auf die ihre älteren Schwestern gewartet hatten. Rinkitan hatte noch keine Ahnung von ihrem Plan, und sie stimmte zu, sich von ihnen schaukeln zu lassen. Mit der Zeit schaukelten die Schwestern sie immer heftiger. Noch immer schöpfte Rinkitan keinen Verdacht, weil ihre Schwestern sie unter Scherzen hin und her schaukelten. Aber schließlich war das Schaukeln so heftig, dass Rinkitan an einem Ast, der ins Meer hinausragte, hängen blieb. So mühte sie sich darum, sich von dem Hindernis zu befreien, aber vergeblich. Ihre dichten und langen Haare verhedderten sich immer mehr und waren wie an den Ast gebunden. Schluchzend bat sie, man möge ihr helfen, von dem Ast herunterzukommen, doch niemand half ihr. Nachdem Rinkitan festhing, hatten sich ihre Schwestern zufrieden und schnell davon gemacht und waren nach Hause gegangen, damit niemand sie beschuldigen konnte, sie seien es gewesen, die Rinkitan getötet hätten. Angestrengt mühte sich Rinkitan, von dem Ast freizukommen, aber ohne Erfolg, denn ihr Haar hing in den Zweigen fest. Ihre Hoffnung, freizukommen, schwand, und es gab auch keine Hoffnung, Hilfe zu erhalten, weil niemand, mit Ausnahme ihrer Schwestern, von ihrer Lage wusste. Währenddessen tauchte in der Ferne eine Flotte auf, die immer näher ans Ufer kam. Schließlich gelangte die Flotte, die nicht von kleiner Zahl war, an das Ufer und schob sich unter den Baumast, an dem Rinkitan festhing. Als die erste Prau unter Rinkitan vorbeiglitt, sang sie wehklagend: »Ach, der du das hölzerne Boot besitzt, habe Mitleid mit mir, einer Elenden, habe Mitleid mit mir Unglücklichen. Sage mir, wo ist Kusoi, mein Gemahl?« Und man hörte die Antwort aus dem Boot: »Kusoi ist weiter hinten.« Als die zweite Prau unter Rinkitan vorbeiglitt, ebenfalls als Holz gefertigt, aber schöner als die erste und mit kostbaren Schnitzereien verziert, sang Rinkitan wieder wehklagend: »Ach, Besitzer der geschnitzten hölzernen Bootes, habe Mitleid mit mir, eiler Elenden, habe Mitleid mit mir, Unglücklichen, sage mir, wo ist Kusoi, mein Gemahl?« Und man hörte die Antwort aus dem Boot: »Kusoi ist weiter hinten.« Die nächste Prau glitt unter Rinkitan vorbei. Diese Prau war aus Kupfer gebaut. Rinkitan sang wehklagend: »Ach, der du das kupferne Boot besitzt, habe Mitleid mit mir, einer Elenden, habe Mitleid mit mir, Unglücklichen. Sage mir, wo ist Kusoi, mein Gemahl?« Und man hörte die Antwort aus der kupfernen Prau: »Er ist weiter hinten.« Die folgende Prau glitt unter Rinkitan vorbei. Diese Prau war aus Zinn gebaut. Rinkitan sang wehklagend: »Ach, der du das Zinnboot besitzt, habe Mitleid mit mir, einer Elenden, habe Mitleid mit mir, Unglücklichen. Sage mir, wo ist Kusoi, mein Gemahl?« Und man hörte die Antwort aus dem Zinnboot: »Er ist weiter hinten.« So ging es immer weiter. Prau nach Prau glitt unter Rinkitan vorbei.
vom hässlichen Boot bis zum schönsten. Die folgende Prau war aus Silber gebaut. Als Rinkitan nach Kusoi gefragt hatte und die Antwort erhielt, Kusoi sei weiter hinten, wartete sie weiter. Das Begleitboot ganz am Ende, eine sehr schöne Prau, war aus Gold gebaut und voll hübscher Verzierungen. Wieder sang Rinkitan, als die Prau unter ihr vorbeiglitt. »Ach, der du die goldene Prau besitzt, habe Mitleid mit mir, einer Elenden, habe Mitleid mit mir, Unglücklichen. Sage mir, wo ist Kusoi, mein Gemahl?« Die goldene Prau verlangsamte die Fahrt. Ein junger Mann kam aus dem Boot hervor und fragte. »Wer bist du?« »Ich bin Rinkitan«, antwortete da das Mädchen. »Ich will Kusoi abholen, mein Gemahl. Weißt du, wo er ist?« Der Mann schaute nach oben. Er suchte, woher die Stimme kam. Er war sehr kühn und stattlich. Seine Kleider waren höchst prächtig. Als er die Frau auf dem Ast erblickte, sah sie genau an. Als er bestimmt wusste, dass die Frau Rinkitan war, sagte er, »Ich bin Kusoi, dein Gemahl. Warum bist du da oben auf dem Baum?« »Ich wurde von meinen Schwestern geschaukelt, und als ich in den Zweigen hängen blieb, verließen sie mich. Hilf mir! Löse mein Haar aus den Baumzweigen, damit ich herunterkommen kann.« Schnell erkletterte Kusoi den Baum und löste Rinkitans Haar, das in den Zweigen festhing. Und nachdem er Rinkitan heruntergelassen hatte, befahl er ihr, ihm zu erklären, wie es dazu gekommen war. Rinkitan erklärte es ihm von Anfang bis zum Ende. »Wie schlecht ist das Herz deiner Schwestern«, sagte Kusoi, als er den Sachverhalt erfahren hatte. »Aber du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde diese Sache zu Ende bringen.« Dann befahl Kusoi seinen Dienern, eine große Kiste zu bringen, und er steckte Rinkitan hinein, damit ihre älteren Schwestern nicht erführen, dass ihr von Kusoi geholfen worden war. Die Dorfbewohner drängten sich, um die Fischer, die gerade aus dem Fremden gekommen waren, zu begrüßen. Sie staunten, als sie die nicht geringen Reichtümer der eben aus der Fremde zurückgekehrten sahen. Am meisten staunten sie, als sie Kusoi erblickten. Der Reichtum, den Kusoi aus der Fremde mitgebracht hatte, war übergroß. Jetzt war Kusoi ein steinreicher Mann. Die Anzahl der von ihm bezahlten Leute war nicht gering. Die Dorfbewohner drängten sich, um Kusoi nach Hause zu begleiten. Zu Hause angekommen, traten die 8 älteren Schwestern von Rinkitan hervor, die seine Ankunft bereits erwartet hatten. Ihre Kleider waren höchst prächtig und sie mühten sich, Kusoi an sich zu fesseln. »Wo ist meine Frau? Warum kommt sie nicht hervor?« fragte Kusoi, als ob er nicht wüsste. Rinkitans ältere Schwester antwortete, »Vorhin haben wir gesehen, wie sie zum Meeresufer ging, um dich abzuholen. Aber jetzt wissen wir nicht, wo sie hingegangen ist. Hast du sie nicht am Ufer getroffen?« Als Kusoi diese Antwort von ihnen hörte, wurde er offensichtlich sehr traurig. Rinkitans Schwestern versuchten, ihn zu trösten, und jeder hatte den Wunsch, ihn zu erfreuen. Vielfältig waren ihre Bemühungen. Einige reichten ihm ein wohlschmeckendes Mahl, andere einen kühlen Trunk und dergleichen mehr. Dann wurde eine sehr große Feier in Kusois Haus veranstaltet, und Kusoi erzählte. Er legte die Geschichte seiner Reise in die Fremde bis zum Zeitpunkt seiner Rückkehr dar. Die Leute freuten sich sehr, Kusois Geschichte zu hören. Und am Ende sagte dann Kusoi, »Am Ufer habe ich eine Frau in Not gesehen. Sie hing an einem Ast. Ich habe der Frau geholfen.« »Wo ist sie jetzt?« fragten Rinkitans Schwestern sehr erschrocken. Im Herzen waren sie sehr beunruhigt. Sie hatten Angst, es würde bekannt, dass sie Rinkitan verleugnet hatten. »Wartet erst«, sagte Kusoi mit Bestimmtheit. »Ich habe noch nicht fertig erzählt. Ich will vorher nicht unterbrochen werden. Gleich wird sie von meinen Dienern hereingebracht werden. Macht einen Stuhl an meiner Seite frei, damit sie nachher darauf sitzen kann.« Einen Augenblick später kam eine sehr schöne Frau herein,
begleitet von Kusois Dienern. Die Schönheit der Frau wurde noch vollkommener durch ihre prächtige Kleidung und den funkelnden Schmuck, der die Augen blendete. Beim Anblick dieser Frau, die so schön und anmutig wie eine Fee war, staunten alle Leute sehr. Auch Rinkitans ältere Schwestern staunten. Dann setzte sich die Frau neben Kusoi. Wie sie so neben Kusoi saß, passten die beiden sehr gut nebeneinander. Die Frau war sehr anmutig und Kusoi sah kühn und stattlich aus. Schließlich, nachdem die Leute sie genau angesehen hatten, erkannten alle bei dem ersten festen Anwesenden, dass die anmutige Frau neben Kusoi in Wirklichkeit Rinkitan war. »Dies ist die Frau, der ich vorhin am Ufer geholfen habe. Ihr wisst, dass sie in Wirklichkeit Rinkitan, meine Frau, ist. Ich weiß, dass man sie verleumdet hat. Sie hing an einem Ast am Meeresufer. Und wer die Personen sind, die ihr übel mitgespielt haben, habe ich auch genau erfahren. Es ist nicht nötig, dass ich es euch allen sage. Sicherlich werden die, die diese Niedertracht begangen haben, ihren Fehler selbst erkennen. Ich werde ihnen ihre Niedertracht nicht vergelten.« Da baten Rinkitans älteren Schwestern Kusoi und Rinkitan um Vergebung und gestanden ihre Fehler ein. Seitdem lebten Kusoi und Rinkitan in ständig wachsendem Glück und ihre Schwestern wollten sie nun nie mehr verleumden und ihren Mantel entreißen.